So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Wir waren nämlich heute schon in der Stadt. Wir haben heute beim Carry Kebab, Carry Döner. Wir haben im Carry auf jeden Fall heute einen Döner gegessen, Chili Cheese Döner. Das war richtig genial. Wir sind da vorbeigelaufen, der Laden war noch zu. Auf dem Rückweg war der Laden auf. Ich habe gesagt, hey, hier gibt es doch Chili Cheese Döner. Lass uns da mal reingehen. Ich möchte bitte unbedingt so einen Chili Cheese Döner probieren. Weil wer mich kennt, der weiß, ich esse gerne scharf. Und Chili Cheese, das ist bei uns eine Seltenheit. Ihr habt überall Döner an jeder Ecke. Chili Cheese gibt es aber nur in Eisfeld, in Schleusingen. Das ist beides 15 Kilometer von mir zu Hause entfernt. Muss man immer extra hinfahren, lohnt sich nicht. Muss man also in der Nähe sein, dass man das mal mitnehmen kann. Jetzt sind wir hier in München. Da gibt es also Carry. Und der hat einfach Chili Cheese Döner. Jetzt haben wir da Chili Cheese Döner gegessen. Er fand das richtig genial. Wir haben das ein bisschen gefilmt, haben ein Ramses Kitchen Video draus gemacht. Aus Dankbarkeit hat er auch gesagt, normalerweise wären das ja 16,50 € gewesen für die drei Döner. Es sind nur 10 Euro oder so. Ist er uns schon entgegengekommen mit dem Preis. Hat dann aber gemeint, kommt Jungs, dreimal Kebab Chili im Fladenbrot, könnt ihr mitnehmen auf Kosten des Hauses. Und deswegen habe ich gedacht, setze ich mich jetzt hin, mach noch ein Video extra für dieses Kebab Chili im Fladenbrot. Müssten 5 Kebab Chili sein im Fladenbrot. Es ist einer von Ismo dabei. Den muss ich mal kurz raussuchen. Falls ich den finde. Genau, das müsste das für ein Ispo sein. Kebab-Chili im Fladenbrot für Ispo. Da ist nämlich hier so ein X drauf. Das X heißt, das ist normal. Einfach nur Kebab-Chili im Fladenbrot. Für Hannes und mich müssten diese zwei Teile sein. Einmal hier, einmal da. Schön im Fladenbrot, wie ihr seht. Wir haben ja jetzt hier, wenn wir Döner gegessen haben oder irgendwas, die meisten haben das alles immer in so einem Baguette Brötchen oder einem langgezogenen Brötchen angeboten. Das war dann im Prinzip immer, stand auch so da, Kebab-Sandwich, aber kein normales Kebab-Fladenbrot, also kein richtiger Döner, sondern eben ein Kebab-Sandwich. Beim Carry gibt es das wenigstens noch im Fladenbrot dreieckig in dieser Form. Und auch die Kebab-Chili sind in einem Fladenbrot in dieser Dreiecksform. Und für Hannes und mich hat er auch extra gesagt, bitte mit scharfer Soße, macht scharfe Soße drauf und packt ein bisschen ja Jalapeno mit drauf. Die Jungs, die essen gern scharf, die Jungs mögen Jalapeno. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Wir packen das jetzt mal hier aus, wie das aussieht, was da drauf ist. Drehen das mal rum, zeigen das euch und denkt immer dran, das Ganze war kostenlos, weil wir dort waren, haben da gefilmt für den Döner. Das war Werbung für ihn, aber gleichzeitig auch ein cooles Video für meinen Kanal. Und es ist nicht selbstverständlich, dass Leute dann so gut drauf reagieren. Ich habe es auch schon erlebt in so einem Burgerhaus, wo ich dann den Burger filmen wollte und der gemeint hat, nee, geh mal weg. Braucht man nicht. Darauf sind wir nicht angewiesen. Ja, so richtig. Ich meine, man kann ja sagen, man möchte das nicht, dass da gefilmt wird, so wegen Privatsphäre der Gäste hin und her, keine Ahnung, aber das damals bei dem anderen, das kam halt so richtig extrem überheblich rüber. Aber hier, Carrie hat sich übelst gefreut, hat gesagt, ey, cool, coole Sache, Jungs, so, yeah, könnt auch mit reinkommen, ich kann euch mal zeigen, die Theke, die Mitarbeiter, alles, wir können noch mal sagen, wo das genau ist, der Standort. Deswegen, ich finde eigentlich, Werbung ist eigentlich immer was Gutes. Wenn ihr gerade unterwegs seid, es gibt so viele Dönerläden. Ihr könntet überall Döner essen. Aber warum solltet ihr ausgerechnet dahin gehen und da Döner essen? Das müsst ihr euch mal fragen. Und gerade solche Videos helfen dabei zu sagen, okay, ich bin in München, ich habe jetzt gehört, dieser Dönerladen, der ist richtig fresh. Auch wenn das nur ein Ramses sagt, ich bin nicht so groß und alles, aber trotzdem. Wenn ihr in der Nähe seid, würde ich sagen, geht mal hin bei Carrie. Fand ich super, hat auf jeden Fall übelst gut geschmeckt. Dieses zarte Hähnchenfleisch, wie beim Broiler, abgezogen, zack. Und dann
diese Jalapenos drauf, Chili Cheese, alles hat wunderbar gepasst. Und so freundlich auf jeden Fall und so zuvorkommend, entgegenkommend. Jetzt hier also diesen Döner mit Kebab-Chichi drauf. Ihr habt also dieses typische Dönerbrötchen, habt Kebab-Chichi innen drin. Es ist halt jetzt es ist halt jetzt schon kalt, ja, man muss es dazu sagen. Ihr habt hier Kebab-Chichi drin, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Kebab-Chichi, ihr habt Zwiebeln dabei. Ihr habt hier oben ein bisschen, so wie es aussieht, denn da ist auch Jalapenos dabei. Ein bisschen Soße, das Brot ist da, ist halt ein bisschen aufgeweicht. Aber das alles gab es kostenlos einfach so. Hätten wir das vorhin schon gegessen, wäre das bestimmt in besserer Form. Jetzt ist es halt alles ein bisschen kalt und ein bisschen matschig, weil wir so lange gebraucht haben. Ein Zwiebelstück gegessen, auf jeden Fall sehr geil. Hauen wir mal rein. Lassen es uns schmecken, ne? Auch wenn das kalt ist, auch wenn das ein bisschen weich ist alles, das Kebab-Chichi schmeckt auf jeden Fall immer noch richtig gut. Er hat eine schöne fleischige Komponente. Ich glaube, ich würde mir das direkt einfach, wenn wir wirklich mal nochmal in der Nähe sind, ich weiß nicht, die letzten Tage, es ist alles so ausgestopft, wir haben so viel zu tun. Wenn wir nochmal in der Nähe sind, ich würde mir direkt auch einfach mal direkt frisch so einen Kebab-Chichi-Döner holen. Also so Kebab-Chichi im Fladenbrot. Finde ich sehr stark, schmeckt auf jeden Fall richtig genial. Bei uns gibt's das nicht. Bei uns gibt's eigentlich immer nur diese normalen Standardsachen. Bei uns gibt's bei zwei Läden in der Umgebung, 15 Kilometer entfernt, halt diese Chili-Cheese-Döner, aber Kebab-Chichi im Fladenbrot gibt's bei uns nicht. Gibt es aber hier. Die haben auch Gemüsedöner, die haben alles Mögliche. Guckt also mal vorbei, schaut euch das wirklich mal an. Schmeckt auf jeden Fall richtig gut. Iswa hat seinen auch noch da. Hannes hat seinen noch da. Iswa hängt jetzt hier auch gerade rum. Ne? Guckt sich das Kebab-Chichi an. Ja, sieht rein, auf jeden Fall rein, gut aus. Was, Alter, mach. Ich habe schon abgebissen, aber ich beiße auch gleich nochmal ab. Mmh. Wunderbar. Obwohl es jetzt komplett kalt ist, den ganzen Tag hier rumgelegen hat, es ist immer noch irgendwie schön würzig, es ist schön fleischig, es ist nicht so trocken, ihr habt diesen Grundaufstrich, der auf das Brötchen drauf gematscht wird, ihr habt die Zwiebelchen oben drauf, ihr habt diese Käsenote oder diese andere Soße drauf, also kann man nicht meckern auf jeden Fall. Finde ich auf jeden Fall richtig genial. Freut mich immer noch. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Und wenn ihr schon mal hier gegessen habt, schreibt's mal in die Kommentare. Oder wenn es bei euch auch Kebab-Chichi im Fladenbrot gibt, schreibt's mal in die Kommentare. Wenn es bei euch Chili-Cheese-Döner gibt, schreibt's mal in die Kommentare und vor allem, wo ihr herkommt, damit ich weiß, wo es überall Chili-Cheese-Döner gibt. Ich kenne das nur in München und eben in Schleusingen und Eisfeld. Sonst habe ich das eigentlich noch nirgendwo gesehen. Selbst in Stuttgart nichts. Jena nichts. Gera nichts. Das finde ich auf jeden Fall gut. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.